Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu einem Unhaul-Video. Ich weiß, dass es viele unglaublich nervt, wenn man dauernd diese englischen Begriffe verwendet. Ich habe ausgemistet. Ich habe Bücher ausgemistet und zwar wieder jede Menge. Ich mache das regelmäßig. Bei manchen Büchern, wenn ich sie zu Ende gelesen habe, entscheide ich sofort, okay, das kommt weg zu jemand anderem. Welche Bücher das jetzt sind, was ich mit diesen Büchern mache, wo sie hinkommen, wo sie ein neues Zuhause finden, erfährst du in diesem Video. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit und vielleicht kann ich dich ja auch ein bisschen dazu motivieren, mal dein Bücherregal ein bisschen zu entrümpeln. Ich sehe jetzt schon, wie die Kommentare reinflattern werden. Oh Gott, ich könnte mich niemals von meinen Büchern trennen. Wie schaffst du das nur? Hast du Tipps oder sonst was? Und ich kann dir nur sagen, dass ich früher auch keine Bücher aussortiert hätte. Momentan ist es bei mir aber wirklich so, beziehungsweise inzwischen, momentan ist ein falsches Wort, aber ich will den Satz nicht nochmal von vorne anfangen, dass meine Bücherregale zum Teil wirklich aus allen Nähten platzen. Ich kriege Bücher ungefragt zugeschickt, man kriegt Bücher geschenkt, man kauft sich Bücher selber. Man kriegt vielleicht irgendwelche Unpacking-Vorschläge zugeschickt und es ist einfach zu viel. Und deswegen finde ich es schön, wenn ich wirklich regelmäßig ausmiste und dann eben auch Platz für Neues schaffe. Und vor allem, und das ist für mich eigentlich der aller wichtigste Gedanke, denn irgendwie würde das hier schon alles platzmäßig gehen, kommen die Bücher in Hände von Leuten, die sich darüber viel, viel mehr freuen als ich. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mehrere Wanderpakete, die hier bei mir angekommen sind. Bei dem einen war ich sozusagen die Letzte, die das bekommen hat. Heißt, ich hatte dann eben alle Bücher. Und die sind jetzt halt bei mir, auch wenn vielleicht Sachen dabei sind, die ich gar nicht unbedingt jetzt bald lesen will. Deswegen sind hier echt einige Bücher wieder zusammengekommen. Ich habe sie jetzt absichtlich nicht gezählt. Sollte dich diese Zahl ganz doll brennend interessieren, dann zähl gerne mit. Aber jetzt zeige ich dir wirklich mal, welche Bücher das sind. Ich greife jetzt hier einfach mal munter rein und ich habe hier tatsächlich auch direkt Bücher, die ich aus dem Wanderpaket habe. Was ich aussortieren werde, weil ich weiß, dass sich jemand anders, nämlich eine Freundin von mir, ganz, ganz doll darüber freuen wird und wo ich auch weiß, dass ich es mir jederzeit ausleihen kann, wenn ich möchte, ist Die Zeit der Feuerblüten von Sarah Lark. Das kommt zu einer Freundin von mir. Und Das goldene Ufer von Inni Lorenz kommt auch zu einer Freundin von mir. Die waren beide im Wanderpaket. Und dann habe ich hier noch drei Bücher aus diesem Wanderpaket. Von Daniel Glattauer, Ewig Dein, einfach weil ich die Bücher von Daniel Glattauer nicht mochte und dann dieses auch gar nicht erst lesen möchte. Dann ist hier der Auftakt von einer Reihe von Nora Roberts, nämlich Rosenzauber. Da habe ich echt lange mit mir gerungen, ob ich es nicht doch aufhebe oder nicht. Aber dann habe ich in mein Regal geguckt mit den Stapeln ungelesener Bücher. Für alle, die es nicht wissen, es wurde nämlich in letzter Zeit auch oft gefragt, was ist eigentlich ein Sub? Sub steht für Stapel ungelesener Bücher. Ich habe jedenfalls in dieses Regal geguckt und dachte mir, weg. Also sortiere ich es aus. Genauso wie Vintage von Grégoire Hervier, dieses Buch hier. Es sieht super cool aus und ich wollte es unbedingt behalten. Und dann dachte ich aber, nein, lass es einfach sein. So, das sind schon mal die ersten Bücher, die ich aussortiert habe. Hier sehe ich aber gerade, dass es noch zwei gibt. Nee, ich glaube sogar noch mehr, die aus dem Wanderpaket waren. Wow, egal. Ist ja auch wurscht, wo sie herkommen. Ich sortiere sie jedenfalls aus. Von Nora Roberts noch dieser Roman, Grün wie die Hoffnung. Das muss ich auch nicht unbedingt lesen. Und Tante Polly und die Sizilianischen Löwen. Das will ich aber meiner Mama geben, weil ich glaube, dass das vielleicht was Witziges für sie ist. Und dann kann ich es mir auch jederzeit wieder ausleihen. Zu allem anderen, wo ich jetzt nicht explizit sage, was ich damit mache, sage ich am Ende was, ja? So. Ich habe hier zwei Bücher, die ich schon Ewigkeiten eigentlich aussortiert habe, nämlich Lamento und Ballade oder Ballad, keine Ahnung, von Maggie Stiefvater. Ich habe sie hier seit Jahren wirklich bei mir und ich habe sie immer noch nicht gelesen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich mir denke, wenn das hier wirklich irgendwie 5 Jahre oder länger rumsteht und ich es nicht lese, werde ich es in den nächsten 5 Jahren auch nicht lesen. Und deswegen weg damit. Ein Buch, was mir ja leider auch nicht so wirklich gefallen hat, ist Influence, Fehler im System von Christian Linker. Deswegen wird das auch aussortiert. Ich glaube, das habe ich sogar in einem anderen Unhaul-Video schon mal gezeigt. Und irgendwie ist es hier aber immer noch. Es ist also jetzt doppelt ausgemistet worden. Was ich auch ausmiste, ist Traumfänger von Petra Röder. Das kommt auch weg. Ich fand es total gut, aber ich werde es nicht nochmal lesen.
Und dann habe ich hier noch Die Chirurgin und Für immer und ein Weihnachtsmorgen. Ich glaube, auch diese beiden Bücher habe ich schon mal in einem Anhaul gezeigt. Trotzdem sind sie hier noch. Das ist auch total inkonsequent von mir. So. Die Arena von Stephen King, da habe ich mich zum Teil ja richtig, richtig durchgequält, kann man eigentlich schon fast sagen. Und ich lese das nicht nochmal. Da wird sich bestimmt jemand anders sehr drüber freuen. Also weg damit. Dann noch Zusammen ist man weniger allein von Anna Gavalda. Auch dieses Buch hat mich sehr, sehr berührt. Ich weiß noch sehr viel von dieser Geschichte. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich werde es nicht nochmal lesen. Und das möchte ich auch gerne meiner Mama geben. So, deswegen, ich habe hier jetzt verschiedene Stapel. Also wenn du wüsstest, wie schlimm das hier hinter den Kulissen gerade aussieht, ist unglaublich. Ich habe hier ganz viele leere Kartons, weil ich eben auch Bücher verschicken werde. Und es sieht hier einfach ganz hässlich aus. Ganz schlimm. Aber deswegen siehst du nur hier die Regale, die ordentlich aussehen. Und ich sehe das volle Chaos hier neben mir. Aber das ist auch okay. So, machen wir mal weiter. Ich muss mal kurz die kleinen Schätze hier rüberziehen. Das ist nämlich noch ein bisschen was. Warte, gleich haben wir's. Hoppala, hoppala, warte. Warte, warte. So. Und zwar sortiere ich die komplette Mystic City-Reihe aus von Theo Lawrence. Diese Reihe. Ich werde sie einfach nicht nochmal lesen. So sehen die aus. Zeige ich dir nochmal die Cover. Mega schön. Richtig schön. Aber möchte ich nicht mehr haben. Also kommen sie weg. Genauso wie 4 Bücher von Ellen Berg, die ich gelesen habe. Ich liebe Ellen Berg. Ich liebe es, wie witzig sie schreibt. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich diese Bücher auch gerne als Hörbücher höre. Heißt, wenn ich wirklich richtig Bock habe, das nochmal zu lesen oder irgendwie in diese Geschichten einzutauchen, kann ich mir auch die Hörbücher nochmal anhören. Und zwar sind das diese beiden, Gib's mir, Schatz, richtig witzig. Und den lasse ich gleich an. Die kommen weg. Und wie heißt es das denn? Und Ich koch dich tot. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also wirklich für sowas Witziges zwischendurch ist Ellen Berg wirklich der absolute Knaller. Was noch wegkommt, ist Ash Princess von Laura Sebastian. Da weiß ich auch schon, wem ich damit eine absolute Freude machen kann. Dieses Buch ist ungelesen. Jetzt wird der ein oder andere wieder die Augen verdrehen oder sagen, Lena, wie kannst du denn ungelesene Bücher weggeben? Du bist ja voll der Teufel, was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Auch dieses Buch geht an eine liebe Freundin von mir, weil ich weiß, dass sie es ganz schnell lesen möchte. Es wird bei ihr im Regal stehen und wenn ich es dann doch lesen möchte, kann ich es mir immer noch ausleihen. Aber es steht jetzt schon so lange bei mir rum. Ich glaube, über 2 Jahre. Über 2 Jahre. Und bisher habe ich nicht dazu gegriffen. Also, ciao, ciao, Kakao. So. Was haben wir hier noch? Ich habe hier noch These Broken Stars. Und zwar auch die komplette Reihe. Auch die hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, den 3. habe ich aber nie gelesen. Und die stehen hier auch schon echt richtig, richtig lange rum. Und auch bei dieser Trilogie ist es so, dass ich mir denke, wenn die hier schon so lange so rumsteht, das wird ja nicht besser. Ja? Und da weiß ich auch schon genau, was ich mitmache. Das sage ich ganz am Ende, weil ich dazu ein bisschen mehr sagen will. Wir haben es auch gleich schon geschafft. Ich habe hier noch ein Buch, was ich aussortieren möchte, nämlich das Labyrinth der Lichter. Jetzt klopft hier einer im Hof irgendwie rum. Falls du hier Hämmergeräusche hörst, ich bin es nicht. Das sind die da draußen. Das Labyrinth der Lichter von Carlos Ruiz Zafón möchte ich aussortieren, weil ich da auch weiß, wer sich darüber freuen wird. Und dann habe ich hier noch 3 Bücher aus dem Wanderpaket. 4 Bücher sogar, die ich vergessen hatte zu zeigen. Dieses Buch habe ich schon, deswegen kommt es weg. Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barrot. Dann habe ich hier noch Der Koch von Martin Suter. Das kenne ich nämlich schon. Da weiß ich auch, wer sich darüber freut. Nämlich eine andere Freundin von mir. Total verwirrend, ich weiß. Aber egal. Von Joy Fielding, Sag, dass du mich liebst. Das kenne ich auch schon. Deswegen kommt das auch weg. Und Zapalil im Bann des Jaguars, weil es mich einfach nicht so wirklich interessiert. Ja, genau. Das waren die Bücher. Und ich sag dir jetzt, was ich mit all den Büchern mache. Bei denen ich nicht explizit gesagt habe, wer sie bekommt. Das ist nämlich eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne mit dir teilen möchte. Vielleicht ist es für dich auch ein Anreiz, um selber mal auszumisten, was Bücher angeht. So, jetzt muss ich erstmal hier meine Haare wegmachen. So. Also,
Ich habe schon mal ein Unhaul-Video gemacht und da hat eine Abonnentin von mir, die liebe Silke, drunter geschrieben, dass sie gerade dabei ist, eine Bibliothek in einem betreuten Wohnheim aufzubauen und hat nach Tipps gefragt, wie man diese Bücher am besten katalogisieren könnte und sortieren und was weiß ich alles. Und da kamen nicht nur unglaublich viele Tipps zustande, sondern es haben ganz, ganz viele andere Abonnenten von mir Silke gebeten, mal die Adresse herauszurücken, um ihr eben Pakete mit Spenden zu schicken. Silke hat sich so sehr darüber gefreut. Ich habe sie gebeten, mich immer mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen, wie das jetzt bei denen gerade in dieser Bibliothek aussieht, wie sie das jetzt gemacht hat. Dort leben halt verschiedene Menschen mit verschiedenen Behinderungen. Also sie schaut ganz genau, wie sie das alles ja behindertengerecht auch so aufbauen kann, dass jeder an die Regale kommt, dass es für vielleicht blinde Bewohner oder Bewohnerinnen auch Hörbücher gibt. Und da ist mir so das Herz aufgegangen, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich saß hier und habe wirklich vor Rührung, ich habe geweint. Ich saß hier, habe ihre E-Mails gelesen, wo sie meinte, sie hat so liebe Pakete von Abonnenten bekommen. Sie hat sich bei mir dafür bedankt, dass sozusagen durch mein Video und andere Abonnenten sowas Schönes zustande gekommen ist. Und das ist auch der Moment gewesen, ich glaube, da war ich am stolzesten überhaupt. Auf alles, was ich hier bei YouTube sozusagen mache, das ist für mich der stolzeste Moment gewesen, zu wissen, dass jemand wirklich etwas so Gutes erfährt und man etwas Gutes tun kann, nur weil man ein Video über Ausmisten macht. Und ich habe Silke auch vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie mir bitte nochmal ihre Adresse schicken soll, weil ich bin so eine kleine Schusseliese, ich habe die schon wieder verloren irgendwie, weil ich ihr gerne Bücher zuschicken möchte. Und der größte Teil von den Büchern, die ich hier jetzt ausgemistet habe, werde ich zusammen mit noch ganz vielen CDs und so, die ich aussortiert habe, in ein Paket packen und an die liebe Silke schicken. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sich die Leute, die dann eben diese Bibliothek benutzen, auch wirklich freuen. Und wenn ich das weiß, dann fällt es mir viel, viel, viel leichter, mich von Büchern zu trennen. Warum hämmert der da draußen? Das geht mir auf den Sack. Ich will hier total die rührselige Geschichte erzählen und der ist einfach nicht still. Mann, ey, so. Jedenfalls würde ich dir raten, wenn es dir schwerfällt, dich von Büchern zu trennen, du aber eigentlich dringend Platz brauchst, dann such dir jemanden wie Silke, wo du weißt, dass die Bücher hinkommen und wo die Person wirklich diese Bücher auch gebraucht. Die Bücher werden gelesen, die Bücher werden ausgeliehen und du zauberst damit wirklich jemandem ein Lächeln ins Gesicht. Dieser Gedanke hilft mir wahnsinnig dabei, hier auszumisten. Und vielleicht findest du ja bei dir in der Gegend auch irgendeine Organisation. Es kann ein Frauenhaus sein, das kann vielleicht ein Jugendzentrum sein, ein Kindergarten, was weiß ich. Es gibt so viele Möglichkeiten, Bücher zu spenden. Und natürlich könnte ich die Bücher auch verkaufen, ohne Probleme. Aber es ist mir egal. Ich möchte einfach gerne, dass andere Leute sich über die Bücher freuen. Long story short, vielleicht hilft dir das, Bücher auszumisten. Sag mir doch mal gerne, wie du zum Thema Bücher ausmisten stehst. Vielleicht hast du auch noch irgendeinen Tipp, wo man Bücher ja deutschlandweit spenden kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt mal aus dem Fenster brüllen, dass der aufhören soll, hier zu hämmern. Natürlich nicht. Er macht ja auch nur seine Arbeit. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!